Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM 19. Wir haben wieder viel vor heute. Wir haben das EFL Cup Hinspiel gegen die Spurs. Das wird hoffentlich gut ausgehen. Mal gucken, ne? Sind noch in allen Wettbewerben dabei, aber ja, wird schwer. Wir haben heute FA Cup, EFL Cup und dann Premier League. FA Cup ist als erstes dran gegen Exeter City. Ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Euch sei nur gesagt, dass ich ein Angebot für Charlie Hall bekommen habe, für 1,1 Millionen sowohl von Stoke als auch von Middlesbrough. Habe ich beide angenommen, mal schauen, ob er gehen möchte oder nicht. Im Sommer wollte er nicht gehen. Bei Exeter City fehlen 4 Spieler, wenn Ben Woodfield auch ausfällt. Ich habe schon aufgestellt, ich habe ziemlich rotiert, wie ihr sehen könnt. Allerdings ist das jetzt auch keine große Überraschung, weil ich es angekündigt habe. Und ich hoffe mal, dass die Jungs das Ding machen werden. Ganz ehrlich, Exeter City, das müssen wir auch mit der 5. Elf hinkriegen, aber mal schauen. Ne? So, wir spielen gegen ein 4-4-2. Ich kenne, glaube ich, keinen Spieler. Ist das Ryan Harper? Nee. Ich glaube, ich kenne wirklich keinen Spieler von Exeter City. Na gut, dann auf geht's. Einmal bitte gewinnen, einmal bitte weiterkommen. Und dann ist alles schön. Ich habe mir so überlegt, wir wollten ja so oder so jetzt erstmal kurz abwarten im Januar mit den neuen Transfers. Aber dass wir jetzt schon mal kurz nach Keepern gucken nach diesem Spiel und dann wenigstens das schon mal haben. Weil einen Torhüter brauche ich ja so oder so. Und beim Zehner bin ich mir gar nicht so sicher. Es läuft ja eigentlich ganz gut. Auch, oh, schade, ohne Azar momentan. Auch vorher schon. Ja gut, was heißt gut? Es läuft solide. Man vermisst ihn halt nicht. Trotzdem würde ich, wenn ich gerne, oder wenn ich im 4-2-3-1 bleibe, schon gerne noch einen neuen Zehner verpflichten. Das Ding ist halt, wird teuer. Wird richtig teuer anscheinend. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt noch im Ohr... Sehr schön, Justin Zuber mit dem 1-0. Ob ich mir das jetzt auch im Winter antun möchte, vor allem wenn der Keeper dann vielleicht auch nochmal richtig viel Geld kostet. Ich habe viele Kommentare gelesen, so um die oder durch die Hinrunde hinweg, dass ich vielleicht nicht unbedingt Thorn hätte mitnehmen müssen oder sollen. Ich dachte mittlerweile auch so, vielleicht dann doch lieber einen krasseren Keeper holen und Thorn bei Portsmouth lassen. Ach, ich weiß nicht, ist schwer. Ich würde ihn schon gerne mitnehmen, aber 62 Millionen ist auch schon echt viel Geld nochmal. Aber eigentlich hatte ich es auch gesagt, aber viele haben auch gesagt, musst du nicht, ist okay. Salvador wird den Elfmeter ausführen, den Bailly rausgeholt hat. Bennett hatte gefoult. Also da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Salvador. Oh, das war zu präzise. Leider an den Pfosten, schade. Ja, und beim Zehner, ich habe gerade gesehen, der Finocchi, den wir auf der Shortlist haben von Juventus, ist kurz davor, richtig viel Geld einzubringen, denn ja, bei uns stand, glaube ich, 100 bis 162 Millionen soll er kosten und momentan möchte City den haben für 148 Millionen, zeige ich euch gleich nochmal. Und das sind dann so die Gefilde, die wir wohl aufsuchen müssen, wenn wir halt einen Zehner von der Shortlist haben möchten. Was ich jetzt halt aber dabei noch nicht so richtig weiß, ob ich... Oh, schade. Ob ich dann nächstes Jahr wirklich mit einem Zehner spielen möchte. Gerade wenn Salvador halt jetzt eingeplant ist. Da mache ich mir jetzt gerade aktuell Gedanken, wie wir das dann aufziehen wollen in der nächsten Saison, wo wir dann halt schon was gewinnen wollen. Es ist schwer momentan. Ich möchte jetzt halt auch nicht einen Zehner holen für 70 Millionen oder so und dann ist der halt nächstes Jahr nicht mehr wichtig, ne? Das wäre halt nicht so geil. Am liebsten wäre ja immer noch Elise Navarro, den wir halt schon bei Portsmouth geliehen hatten von PSG. Aber der ist wohl nicht machbar, weil PSG, die haben ja eh Geld wie sonst was. Die sind nicht auf den Verkauf angewiesen und egal, ob der nicht viel spielt oder so, der will wohl nicht. Oder Paris will nicht. Das ist ein bisschen blöd alles. Momentan bei uns nur ein 1-0, ganz schön knapp, aber ja, noch nicht so tragisch hoffentlich. Wir dominieren das Spiel ja. Trotzdem, so ein 2-0 wäre schon ganz schön. Nicht, dass man sich jetzt noch irgendwie ins eigene Bein schießt oder so. Also
Mein Plan war es jetzt, dass wir gleich nach dem Spiel nochmal kurz nach den Torhütern gucken. Ich habe gesehen, dass Strakosha von, ich glaube bei Napoli spielt er, bei uns im Safe, dass er unzufrieden ist und gerne wechseln wollen würde. Da würde ich vielleicht mal nachgucken, ob der gute Werte hat, ob das Sinn machen würde. Würde aber auch dabei bleiben, dass wir so oder so gerne als Ersatzkeeper nächstes Jahr dann einen Engländer haben oder halt einen UK-Menschen, damit wir den einen Ausländerplatz noch frei haben. Auch wenn wir noch nie große Probleme hatten, schade, mit den Ausländern in den Brexit-Regeln. Aber sicher ist sicher, oder? Nachher haben wir dann momentan ganz knapp 17 Plätze voll gefüllt. Und dann sehen wir irgendeinen krassen Spieler, den wir unbedingt haben wollen, der billig ist. Und dann können wir den nicht registrieren, weil der Kader halt sonst schon mit 17 Nicht-UK-Menschen gefüllt ist. Das wäre dann nicht so geil. Steht weiterhin nur 1 zu 0. Salvador spielt richtig schlecht heute. Ja, danke für die Bestätigung. Ach, immer noch nicht. Also wir haben Chancen über Chancen, aber das alte Leid, dass wir die Guyana einfach nicht nutzen wollen. Schon so oft bei uns passiert jetzt bei United. Hoffentlich wird das nächstes Jahr besser. 10 Minuten noch in diesem Spiel. Auch wenn es nur ein 1 zu 0 ist, ich bin trotzdem dabei und sag, das Ding ist wohl eigentlich in unserer Hand. Und man muss es halt nicht unnötig spannend machen. Ne? Lewis Cook hat sich verletzt, das ist sehr scheiße für uns, weil den wollten wir verletzen. Ich hoffe, das ist nichts Schlimmes. Mögliche Fußverletzung, eieiei. Weil wenn er jetzt für einen Monat ausfällt, ist klar, dann möchte den keiner haben im Winter. So, nochmal eine Konterchance für Justin Zuba. 87 Minuten gespielt. Das ist ein sehr schöner Ball und Salvador macht ihn doch jetzt bitte mal und er macht auch. Tor Nummer 12 für Salvador in dieser Spielzeit. Und mal wieder Justin Zuba mit der Vorlage. Die beiden haben sich lieb anscheinend. Sehen wir sehr oft die Kombination, gerade in den letzten Spielen jetzt. Sehr schön. Damit ist der Sack jetzt auch komplett zu. Und hoffentlich nichts Schlimmes bei Lewis Cook, ne? Also eine Woche wäre jetzt nicht so tragisch oder so. Aber alles über 3 Wochen wäre schon sehr, sehr schlecht, weil dann würden wir ihn nicht verkauft bekommen. Ich warte hier immer noch so ein bisschen auf das Angebot von Portsmouth, die ja anscheinend sehr interessiert sein sollen. Damit wir halt nicht selbst ein Angebot rausschicken müssen. Was halt ein bisschen Geld kosten würde, höchstwahrscheinlich. So, Rashford nochmal. Gerade eben erst ist das 2 zu 0 gefallen. Also, Jungs, Doppelschlag vielleicht nochmal. Mit Ben Chilwell und Rashford. Ja, das sieht gut aus. Eine schöne Flanke in die Mitte und oh, Salvador. Wow! Das war aber eine krasse Doppelparade von Townsend im Tor von Exeter City. Nicht schlecht. Justin Zuba dann mit dem Abstauber nach den 2 Schüssen, aber das waren krasse 2 Paraden, also richtig krass. Nicht schlecht. Gegen den Superschuss kann er dann aber nichts mehr machen. 4 Minuten oben drauf, okay, warum auch? Verstehe ich nicht ganz, aber gut. Hier auf den ersten Blick sehe ich jetzt keine großartige Überraschung. Gucken wir gleich nochmal drauf und hoffen wirklich, dass es nichts Schlimmes ist bei Lewis Cook. Hab ein bisschen Angst. Ah, 5 bis 8 Tage, okay, das sollte klappen. Das sollte nicht so schlimm sein. Gut. Jetzt können die Spurs kommen. Am Dienstag. So, was haben wir denn hier so? Ich glaube, dass Leicester weiter gegen Bournemouth ist, ist nicht so wirklich überraschend. Nee, ne, irgendwie. Ja, Southampton vielleicht nur ein 1-1 gegen Sheffield United, aber schockt mich jetzt bisher irgendwie nichts in diesen Resultaten. Die Spurs haben 6 zu 0 gewonnen gegen Doncaster Rovers. Haben sich schon mal eingespielt für unser Spiel. Ah, das wird schwer. Muss mir gleich nochmal die Regeln anschauen, wie das ist mit Auswärtstoren und so, ob die da zählen oder so. City 4-0 gewonnen. Übrigens, was ich euch noch zeigen wollte, ne, ganz klar, bei der Zehnerliste. Hier, Giordano
Finocchi. 102 bis 113 sind es mittlerweile sogar Millionen, die er kosten soll. Und ja, City hat eine Anfrage gestellt für 146 Millionen. Also die wollen sich richtig gönnen. So sieht er aus. Also schon ein super, 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 super krasser Spieler. Sieht sehr interessant aus. Würde ich auch gerne haben, allerdings das Geld habe ich nun mal wirklich nicht. Auch wenn ich United bin, das Geld habe ich jetzt wirklich nicht nach diesem Sommer mit Panagopoulos und Nukio und Jalo. Der hat ja auch nochmal 30 Millionen gekostet. Aber ihr seht ja auch den Rest, das ist alles richtig teuer und auch in den Ausstiegsklauseln haben wir nichts, was ansatzweise human ist. Mike Bailey, das ist eine Ausstiegsklausel bei Abstieg, also müssten wir da auch erst warten, bis West Ham United abgestiegen ist. Und bei den Torhütern sieht das so aus. Dracosta spielt übrigens mittlerweile bei Atletico. Naja, sieht nicht schlecht aus, ne? Ist ein guter Keeper. Auch wenn Ballannahme und Passen besser sein könnten. Auch die Kommunikation. 15,25 Millionen würde der kosten. Pablo Gomez wäre auch noch dabei. Der würde 7 Millionen kosten. Wobei der war ja auch noch ein anderer Preis, ne? Hatten wir, glaube ich, gesehen. Ja, immer noch die 3,3. Ich werde die nochmal neu scouten, alle, damit wir einen aktuellen Bericht haben. Aber Thorn, ne, wenn der halt nicht 62 Millionen kosten würde, sondern halt ein bisschen weniger, dann würde ich den ja sofort holen. Also für 30 würde ich den wirklich instant holen. Da würde ich gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube, da würdet ihr dann auch sagen, okay, für 30 kannst du das machen. Aber die meisten Leute meinten auch für 62 Millionen dann lieber nicht Thorn holen, wenn wir den jetzt mit Strakosha vergleichen. Ja, ist schon teils eindeutig, ne? Und ich glaube, so viel Potenzial hat Thorny Boy auch gar nicht mehr. Aber er ist halt Thorn. Herauslaufen immer noch vier bei Thorn. Eieiei. Ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Oh, Leo Jardim ist neuer Trainer bei Portsmouth. Habe übrigens gesehen, dass Portsmouth sowohl Chris Meffham als auch Dale Fry auf die Transferliste gepackt haben. Ja, so ist es. Für 17,25 bei Dale Fry und bei Meffham für 25,5 Millionen. Meffham hatte 15 Einsätze und Fry hatte 18 Einsätze. Wundert mich ein bisschen, dass man die verkaufen möchte. Man hat ja eigentlich nur Ake als Innenverteidiger noch. Und Benes, der aber auch 20 Spiele gemacht hat. Ach Mann, was mache ich mit Thorn? Weil ich bin auch ganz ehrlich zu euch, ne? So stark sieht er nun auch nicht aus. Also mittlerweile, ne? Da bin ich schon ganz bei euch. Auch wenn wir es gesagt haben, dass wir die drei holen. Ich glaube, wichtig waren wirklich Nokio und Panagopoulos. Ach, ist schwer. Ich muss mir das überlegen für die nächste Folge. Chong wird mit einem Wechsel zu Marseille in Verbindung gebracht. Aber weiterhin kein Angebot, also müssen wir uns damit noch gar nicht beschäftigen. Leider auch noch nicht mit einem Transfer von unseren Spielern aus der U23. Portsmouth ist im FA Cup weiter. Ich denke mal, ich warte so bis zum 13., 14. Und wenn bis dahin keine Angebote reingekommen sind, werde ich nochmal ein bisschen aggressiver versuchen, die Spieler zu verkaufen. So, für das Spiel jetzt gleich werde ich natürlich schon mal aufstellen. Mit Erdai, Dalot, dann, ja, Chilwell war jetzt nicht so schlecht, aber ich glaube, Emerson ist immer noch etwas besser als Innenverteidiger. Als Linksverteidiger, sorry. Innenverteidiger war ich jetzt schon. Jalot und Tejero als Innenverteidiger, bitte. Auf der Doppel-6 nehme ich einmal bitte einen Florentino Luis, einen Paul Pogba und vorne. Ja, ich glaube, Doppelsturm macht wenig Sinn jetzt gegen die Spurs. Ich glaube, dafür sind die dann doch ein bisschen zu gut, dass man da in der Mitte auf ein bisschen Kompaktheit verzichten kann. Ich nehme Ousmane Dembélé, auch wenn Justin Zuber zuletzt richtig stark war. Und okay. Und nehme Gomez auf die 10. Ich glaube, so werde ich aufstellen, aber es kann sich natürlich noch gleich ändern. 4-1-3-1-1 ist es wohl bei den Spurs gleich. Da könnten wir viel über die Außen gehen, ne? Also rein vom, das hier, was halt auf Papier steht oder halt auf dem Bildschirm. Wenn dann nur Bustos und Grimaldo auf den Außen sind, Özdemir und Eriksen werden wahrscheinlich auch ab und zu mal auf die Außen gehen, aber ich glaube, wenn wir ordentlich Dampf über die Außen machen, könnte das schon was geben. Martial und Isco vorne. Kein Kane? Kann ich mir nicht vorstellen, dass Kane nicht spielen wird, wobei
der momentan etwas angeschlagen ist. Hat eine Knöchelverdrehung gehabt, 4 bis 8 Tage, also wird wohl dann doch nicht spielen gegen uns. Ah, mal gucken, werden wir gleich sehen. Übrigens, das Angebot für Elanga ist auch noch aktiv, also da warte ich auch noch auf eine Antwort von den Vereinen, die ihn kaufen möchten. Hatten ja im Sommer ein bisschen das Problem, dass einige Spieler, gerade die Jugendspieler, meinten, dass sie nicht weg wollen. Das war sehr schade, gerade bei denen, die wirklich kein großes Potenzial mehr hatten. So, Paris bietet Adem Yalcin ein Probetraining an, der 16-Jährige von Leverkusen. Okay. Das hier ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ne. Und wir können uns anscheinend auf die Spurs konzentrieren. Die im letzten Spiel allerdings gegen Leicester 2:2 gespielt haben und 4-2-3-1 gespielt haben. Also mal gucken, ne? Was uns da gleich erwartet. Aber FA Cup steht erstmal an, die Auslosung der vierten Runde. Ich würde sagen, wir machen das relativ fix. Die Spurs, Arsenal schon weg. Portsmouth gegen Derby County. Oh, City ist auch weg. West Ham ist auch weg. Und wir spielen gegen Sheffield United oder Southampton, die jetzt beide nochmal in das Wiederholungsspiel müssen, nachdem sie 1-1 gespielt haben. Ja, da wäre Sheffield United natürlich deutlich besser als Southampton, gegen die es ja auch schwer war in der Liga. So, und noch Millwall gegen Chelsea. Unser Premier League-Gegner dann gleich ist West Brom. Auf Platz 19 ist ein Heimspiel, also das sollte bitte klappen. Und Portsmouth macht ein Angebot für Bernardo Silva. 54 Millionen, was auf 67 Millionen steigen kann. Das ist ordentlich. Warum ist der eigentlich bei mir nicht auf der 10er-Liste? Wahrscheinlich, weil er ein bisschen zu alt ist und die Scouting-Empfehlung nicht so hoch war. Aber das ist auch viel zu viel Geld momentan. Ja, es ist halt das Problem bei mir, dass ich jetzt aktuell nicht so viel Geld ausgeben möchte, weil ich meine Bilanz nicht so nach unten ziehen möchte. Auch wenn wir das Geld eigentlich hätten. Also eine Laie mit Kaufoption, das wäre gar kein Problem. Da würde ich sofort zustimmen. Aber ja, weiß ich nicht. Bei dem Rest ist es schwer. Wir können bei Elis Navarro mal kurz anfragen. Ne? Ich meine, darauf habe ich richtig Bock, auf den Kollegen. Und vielleicht hat Paris ja auch Bock. Wie wär's denn mit 20 Millionen? Sie wollen 190 haben. Wie wär's denn mit einer Laie? Aber die haben momentan keinen Bock. Ich würde natürlich alles von seinem Gehalt übernehmen und würde dann sagen, eine Kaufoption von 120 Millionen. Nee, nee, vielleicht ein bisschen zu viel noch. Würde ich sagen 80 Millionen. Ja, das ist alles so krass teuer, ne? Also leicht wie gedacht wird es dann auch nicht. Callum Allen möchte die weitere Zukunft diskutieren. Ich nicht, weil einfach du bitte gehen sollst. Ich möchte nur ein gutes Angebot von Newcastle United haben und dann kannst du gehen. Absolut kein Problem. Wir haben Ruben Neves im Team of the Week für die Liga nach dem letzten Ligaspiel. Und wir haben den EFL Cup. Also die Spurs gegen uns. Harry Winks nicht verfügbar. Alli ist nicht verfügbar. Eine Erkältung und eine Schulterverletzung. Und Kane ist fraglich. Mark van Bommel immer noch Trainer. Ausgeglichene Statistik. Bei uns Lewis Cook nicht dabei. So, unsere Aufstellung. Wäre es vielleicht besser, Tai Chong spielen zu lassen für Gomez? Ich glaube ja. Ich glaube, das wäre besser in diesem Spiel. So, dann packen wir die Bank voll. Ich glaube, die Startaufstellung, die passt so. Ich sehe da nicht viel Handlungsbedarf eigentlich. Spielraum auch nicht, aber ich glaube, das ist okay so. Gut. Dann auf geht's, Jungs. Einmal bitte. Ach so, genau, die Regeln wollte ich mir vorher anschauen. Dankeschön. Für denjenigen, der es gerade gesagt hat. Also, es gibt Videoschiri, Elfmeterschießen. Nee, Quatsch, das ist falsch hier. Doch, nee. Wir sind Halbfinale, ne? Hä? Das macht doch hier eigentlich gar keinen Sinn, dieser Satz, ne? Da müsste eigentlich stehen, wenn es nach beiden Spielen noch unentschieden steht. Aber wir haben ja auch die Spurs hier dann gleich wieder irgendwann. Da ist es.
Okay, also es gibt keine Auswärtstorregel. Also wenn es am Ende des Rückspiels unentschieden ist, gibt es Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten wohlgemerkt, nicht nach 120. Und heute ist ganz normal. Logischerweise. Okay. Dann ist gut. Und wir holen uns ein gutes Ergebnis. Bitte. Wirklich das, ja, 4-1-3-1-1. Kane ist nicht auf der Bank, Barry Dyer ist auf der Bank. Also da müssten die Außen schon sehr, sehr gut pushen, hoffentlich. Und wir müssen auf die Zentrale aufpassen, ne? Also Jungs, dann einmal bitte richtig gut spielen. Und uns hier eine gute Position für das Rückspiel geben. Ich gucke hier nochmal kurz drüber, bei den Spielern vor allem. Panna. Ich möchte eigentlich nicht, dass er hier enger steht. Ich glaube, wenn er das Spiel breit macht, dürfte das hier etwas besser sein. Und wenn er auf Support geht, kann er auch die ein oder andere Flanke besser reinhauen. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht machen. Nee, würde ich nicht sagen. Also, auf geht's in dieses Spiel gegen die Spurs FA Cup Halbfinale. EFL Cup, sorry. EFL Cup Halbfinale. Ich bin gespannt, vor allem, wie sich das taktisch auswirken wird bei den Spurs. Das ist eine sehr interessante Aufstellung. Und wir müssen aufpassen, dass nicht allzu viel durch die Mitte kommt gegen uns, ne? Also Tai Chong muss als Zehner schon sehr viel mit nach hinten arbeiten. Aber das wird er wohl ein bisschen besser können als Angel Gomes, hoffe ich. Aber mal schauen. Ich glaube, gegen uns haben die Spurs in der Liga 4-2-3-1 gespielt, also ist schon alles neu für uns. Grimaldo hat früh die gelbe Karte bekommen, Tejero leider auch. Und wir sagen ihm dann am besten auch wirklich gleich mal, dass er vorsichtig in die Zweikämpfe gehen soll. Sonst bisher noch nichts passiert, 25 Minuten sind um. Jetzt vielleicht mal Geronimo Rolli nach vorne und Panagopoulos. Ah, unnötig dieser Kopfball, aber auch super weit nach hinten gegangen, warum auch immer. Aber bald zurück. Okay, das war sehr schlecht. Luis, der kann nicht wirklich schießen, muss den Ball abgeben. Nukeo, jawohl. Oh, dicker, dicker Fehler von Rulli im Tor von den Spurs. Und Nukeo und Luis nutzen das eiskalt aus. Aber man spielt auch nicht hoch zum Keeper zurück, ne? Also es war nicht unbedingt Rullis Fehler, es war eher der Fehler von Davinson Sanchez müsste es gewesen sein. Hui, das war einfach nicht gut gemacht von den Spurs. So einfach ist es. Die Spurs kommen auch sehr oft durch die Mitte. Wie erwartet, wie viel über die Außen, aber müssen wir, glaube ich, auch bei dieser Taktik, die Tottenham spielt. Luis leider auch mit Gelb. Das sind zwei wichtige Positionen, die leider schon gelb vorbelastet sind bei uns. Wir dominieren allerdings das Spiel. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Spurs gleich auf eine andere Taktik gehen, sobald die zweite Halbzeit beginnt. Oh, Ousmane Dembélé! Jawohl! Wieder ein Riesenfehler. War es etwa wieder Davinson Sanchez oder ist er noch markiert von eben? Mal schauen. Oh ja. Oh, Sanchez mit einem schrecklichen Spiel. Absolut schrecklich. Zwei riesige Fehler. Jetzt der Kopfball und eben halt der hohe Pass zurück. Und wir eiskalt, zwei dieser Fehler eiskalt ausgenutzt. Läuft eigentlich bisher. Sieht gut aus, Jungs. Muss mir jetzt nicht großartig rumhaten oder so. Ich hätte natürlich gerne auch Dinge aus eigener Kraft gesehen. Und nicht halt nur durch die Fehler von Tottenham, aber sieht gut aus. Ich werde mal Luis auf den. Geht gar nicht, ne, in der Rolle. Ich wollte sagen, defensiven Mittelfeldspieler packen, damit ich bei ihm vorsichtig in die Zweikämpfe reinmachen kann. Aber das geht nur, wenn er wirklich ein richtiger Sechser ist und nicht als Achter aufläuft. Ja, okay, das sollte passen. Müssen wenig bei Tai Chong aufpassen, auf seine Fitness, auf seine Kondition, auf seine Matchpraxis. Ja, das sollte jetzt gerade unser geringstes Problem sein. Meine größte Angst ist eigentlich wirklich momentan Luis. Aber mal schauen.
Die Spurs übrigens nichts umgestellt. Gleiche Taktik, gleiches Personal. Und Özdemir mit Gelb und auch Panagopoulos mit Gelb. So, Barry Dyer kommt rein, ist momentan zentraler Mittelfeldspieler. Das kann ich mir nicht vorstellen bei Dyer. Da werden sie wohl gleich umstellen. Aber vorher gibt es nochmal einen Freistoß von Panagopoulos, der war sehr ungefährlich ans Außennetz geht. So, sie haben umgestellt ein wenig. Aber wirklich minimal. Ich glaube, Özdemir und Eriksen haben die Seiten getauscht, aber mehr auch nicht. Jetzt haben sie Maikon reingebracht, aber auch wieder als ZM für Eriksen. Was machen die Spurs bitte? Aber jetzt erstmal ein Eckball, Grimaldo. Erstmal geklärt von Tejero. Vorsichtig, Jungs. Oh, joho, was ist das denn da gewesen? Martial, Jallo, aber der Ball landet wieder bei den Spurs, bei Barry Dyer, Sully Özdemir und De Jong. Das gefällt mir nicht so wirklich. Wir geben den Spurs gerade zu viel Raum zum Atmen. Auch wenn ich eigentlich sagen würde, dass wir... Oh, fucking shit, ja. Fuck. Das sah scheiße aus, einfach. Aber der Schiri sagt, es ist nochmal gelb und damit gelb-rot für Panagopoulos. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger für uns, die letzten 19 Minuten. Scheiße, ey. Justin Zuber kommt rein, Ousmane Dembélé geht nach links. Wir gehen auf Flügelspieler, 4-4-1 wird es für uns werden. Dann natürlich auch frühe Flanken, disziplinierter spielen bitte. Auch jetzt schon Zeit, spielt sicher ist sicher. Ich würde da gar nicht mal Panna so die schwarze Karte geben sozusagen, den schwarzen Peter, sondern einfach, oh Quatsch, das ist so. Es sah einfach ein bisschen blöd aus jetzt und ja, das war so ein Mittelding zwischen einfach nur ein Tackling und ein bisschen Gestolper. So, jetzt kommt's. Ach ja, er versucht nachzusetzen und dann ist es die gelbe Karte. Es ist halt bitter. Aber da darf er auch so nicht reingehen, ganz ehrlich. Also, unnötig. Hoffentlich überstehen wir jetzt die letzten paar Minütchen. Ah, die Spurs pushen weiter nicht, ne? Die haben drei Wechsel vollzogen, immer noch gleiche Taktik, immer noch dieses ziemlich zentrale System. Wundert mich ein bisschen. Ruben Neves kommt für die letzten 10 Minuten für Luis rein. Ja, das war nicht so gut. Ich müsste auch meine Außenverteidiger auf Außenverteidiger machen und nicht auf Flügelverteidiger. Maikon in die Mitte gespielt. Martial vorbei und zum Glück... war es Erdey? Ja, stark, stark gemacht dann. Kurz meine Außenverteidiger auf Außenverteidiger machen, bitte. Mit Dalot und Emerson. 8 Minuten noch regulär. Grimaldo nochmal rein. Oh, Nukio. Gefährlich. Ähnlich wie Davinson Sanchez bei dem 2:0. So, jetzt haben sie umgestellt. 3-4-3 ist es jetzt bei den Spurs, aber ich glaube, es kommt zu spät. Eine Chance werden sie noch mindestens haben, oder wir sehen eher, wobei Ousmane Dembélé den Ball bekommt. Ich glaube wirklich, das war jetzt zu spät, die Umstellung, aber ich hoffe es einfach erstmal, ne? Es sind ja noch 4 Minuten. So, Neves und Tejero. Alles ruhig, aber auch kein großartiges Pressing, ne, von den Spurs. Jetzt kommt mal einer angelaufen, aber das war's dann auch. Schön klug, Jungs. Kein Mist machen. So, Justin Zuber. Das sieht gut aus. Nukio steht schon bereit, aber Justin Zuber läuft zu lang. Oh, das war schlecht von Jallo. Hatte die Lücke aufgemacht für Martial und Erdey. Boah. Starkes Ding. Stark pariert. Boah, Jungs, 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 ey, hinten, lass die Scheiße. Wir haben noch einen Wechsel, den werde ich dann gleich vollziehen. Das wird dann irgendein Defensivspieler werden für Nukio. Erstmal geklärt von Dalot. 2:0 wäre natürlich auch ideal für das Rückspiel, ne? So, letzter Wechsel einmal bitte. Wir bringen, ja komm, Bailly rein für Nukio und dann
wird's ein 5-4. Und gut ist dann bitte. So, sieht gut aus. Einmal bitte den Ball nach vorne klatschen. Dankeschön. Oh, schwieriges Spiel. Leider die gelb-rote von Pana, die wird uns ein bisschen nerven jetzt. Aber es ist nur ein Spiel noch, ich glaube wettbewerbsübergreifend. Ich glaube, da hinten so oder so rotiert, also vielleicht auch nicht so schrecklich. Zwei dicke, dicke Fehler von den Spurs und komische Taktik. Ich werde jetzt hier Panagopoulos keine Strafe geben und auch kein Hate. Gelb-Rot ist generell auch, glaube ich, keine Strafe bei uns. Ich glaube, wir bestrafen wirklich nur bei direkter roter Karte, ne? Hatten wir selten jetzt mittlerweile, aber muss auch nicht sein. Ist halt ärgerlich gewesen. Aber Gelb-Rot passiert wohl mal. Also gilt für alle englischen Wettbewerbe und ein Spiel. Also wird er für das nächste Spiel ausfallen gegen West Brom, was jetzt nicht so tragisch ist, weil wir hätten da so oder so rotiert. Ja, aber gut. So, wir haben ein Angebot bekommen. Kein Angebot für Allen. Dafür ein Angebot für Lukas Schwelger, aber auch wieder nur ein Leihangebot. Ich möchte ihn gerne verkaufen, Leute. Und ich möchte hier vor allem keinen besseren Vertrag geben, Alter. Zünd mal deinen Berater. Dass es klappt. Also, Paris möchte Elise Navarro leider nicht verleihen. Schade, schade, schade. Gibt ein Angebot für Tanguy Boussadin von Monaco, von Leipzig, das ist ein Linksaußen. Ja, da würde ich momentan ungern was machen. Gab ein Angebot von Porto für Daiki Goto, das ist ein Keeper, den wir auf unserer Shortlist haben. 15 Millionen. Steht jetzt übrigens nicht da, ob sie es angenommen haben, wir könnten aber, glaube ich, hier mal gucken. Ah, ich glaube, wir wissen nicht, ich weiß nicht. Nee, wenn der Transfer steht, ich glaube, dann wurde es auch nicht angenommen. Wenn ein Vertrag dastehen würde, hätten sie es angenommen. Und Stankovic steht vor einer Laie zu Nizza von Paris. Ja, das sind alles. Ach, ich weiß nicht, das ist scheiße momentan. Ich möchte halt Elise Navarro haben, aber ich will jetzt auch echt keine 100 Millionen schon wieder ausgeben. Weil wir halt im Sommer so viel ausgegeben haben. Im Sommer gar kein Problem. Deshalb ja auch gerade die Laie oder der Versuch, die Laie zu machen. Aber der Keeper ist mir jetzt eigentlich, glaube ich, gerade erstmal wichtiger, wobei er da jetzt gerade schon die letzten Spiele echt gut war. Monaco hat das Angebot akzeptiert, übrigens auch von Hertha für den Linksaußen. Ich würde aber auch übrigens gerne erstmal meine Spieler verkaufen, aber momentan möchte ich keine haben. Ey, Langer noch nicht. Charlie Hall hat auch ein Angebot. Ach, das ist so ärgerlich momentan, dass die keiner haben möchte. Oder wenn dann halt nur leihen möchte. Cesar möchte auch leider keiner haben. Und Chris Rice leider auch nicht. Ist momentan ein bisschen blöd. Auch Mojo hatte noch kein Angebot. Das würde halt alles ein bisschen Geld noch bringen, ne? Und dann könnten wir uns vielleicht doch dann den Elise Navarro direkt holen. Wenn die sich alle verkaufen würden. Naja. So viele neue Scouting-Berichte. Ah, Xavi ist auch dabei. Stark. Aber nichts Interessantes und auch noch leider gar keine Angebote. Ach, Mann. Für das Spiel jetzt gleich gegen West Brom möchte ich jetzt schon mal aufstellen, damit wir das gleich nicht vergessen. Bailly kommt für Tejeiro auf jeden Fall rein. Wir haben danach eine Pause von knapp 6 Tagen. Jupp. Und nach West Ham ist dann am Dienstag gleich wieder Tottenham dran. Dann kann man jetzt doch noch ein bisschen großzügiger, würde ich sagen, rotieren.
Taichung geht dann mal auf links. Nokio kriegt auch mal wieder ein Päuschen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Vielleicht wäre es dann noch gut, wenn er dann spielen würde jetzt gleich. Pogba muss auch eine Pause bekommen. Damit er dann halt, also Nokio, damit er dann gegen West Ham aussetzen kann, damit er gegen die Spurs komplett fit ist. So, Southampton 2 zu 2 gegen Arsenal. Ey, das ist gar nicht so schlecht eigentlich für uns, stimmt. Weil dadurch bleibt Arsenal ein bisschen weiter weg. Sehr nice. Nach 22 Spieltagen sieht es also momentan so aus, dass wir weiterhin auf Platz 3 sind. 4 Punkte vor. Quatsch. Ich habe hier geguckt, sorry, wir sind 4 Punkte hinter City und 8 Punkte hinter. Vor Chelsea. Meine Fresse, sorry. Also, sieht gut aus. Aber ist halt noch ein bisschen zu spielen, ne? Kann noch so viel passieren. Liverpool weiter ohne Niederlage. Das würde noch richtig, richtig schmerzen, ne? Also wirklich, ich glaube, das werde ich so schnell nicht vergessen. Also, wenn ihr mich in 4 Jahren drauf ansprecht, ich werde es immer noch wissen. Oh, Orozco ist gewechselt. Ich glaube, zu Barca für 165 Millionen. Eieiei. Boah. Och, Elanga, du Arschloch. Anthony Elanga möchte leider nicht zu Nizza oder Ipswich wechseln. Er möchte bei uns bleiben. Das ist ultra ärgerlich. Und Finocchi geht wirklich zu Man City. 325.000 die Woche, 146 Millionen Ablösesumme. Und trotz 146 Millionen Ablösesumme hat er nur einen Marktwert von 74 Millionen. Krass, was hier mittlerweile so für Summen umhergehen, ne? Aber gut, ganz ehrlich, wir haben da auch mitgemacht, also wir dürfen gar nichts sagen. Wir haben einfach mal, ja, 443 Millionen ausgegeben für 4 Spieler. Das war eventuell ein wenig viel, aber Nokio weiterhin ist es eigentlich wert. Seine Werte gehen weiterhin nach oben. Ist ja immer noch 20 Jahre alt, ne? Hat momentan 17 Tore und 7 Vorlagen in 24 Spielen. Also pro Spiel ein Scorer-Point. Geht noch ein bisschen besser, ne? Gerade so in Sachen Toren. Hängt da ein bisschen hinterher, würde ich sagen. Aber dafür hat er ja die Assists dieses Jahr. Und dafür, dass er auch direkt wieder reingekommen ist in eine neue Mannschaft, klappt das eigentlich. Und nächstes Jahr werden wir ihm eine bessere Mannschaft hinstellen um ihn rum. Ich glaube, da wird er dann nochmal richtig abgehen. So, aber was ist jetzt hier, ne? Ich möchte gerne einen Torwart haben. Wenn ich mir, also ich kann mir natürlich jeden leisten. Auf dieser Liste höchstwahrscheinlich. Wobei Donnarumma vielleicht ein bisschen viel wird, genauso wie Meret wegen dem Gehalt. Das würde ich jetzt vielleicht im Winter nicht machen, weil es halt momentan viel kostet. Und man auf die Bilanz achten sollte. Ach, ich weiß nicht. Ich würde ja so gerne Thorn haben, aber nicht für 62 Millionen. 30 wären komplett in Ordnung. Auch wenn man halt wirklich sagen muss, mittlerweile die Werte, gerade so herauslaufen, ist echt nicht gut. Strakosha wäre halt möglich. Wenn man mal so vergleicht. Wir hatten den schlechtesten Herauslaufen-Wert. Das ist doch wahrscheinlich Thorn, oder? Jupp, von denen auf der Liste ist es Thorn. Den besten Wert hat Pablo Gomez, der für 3,3 Millionen zu haben ist. Die besten Reflexe hat Strakosha. Goto ist der schlechteste. 1 gegen 1, immer ganz wichtig bei uns. Da ist Thorn oben dabei. Pablo Gomez ist ganz weit unten mit 13. Abschlag, ja, ist semi-wichtig, würde ich sagen. Da ist vielleicht Pablo Gomez ein bisschen zu schlecht mit Alex Meret. Ich glaube, die beiden können wir rausnehmen. Dann haben wir Halten. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne, für einen Keeper. Da ist 9 ein bisschen zu wenig. Das brauchen wir nicht. Kommunikation. Was sagt denn der Kommunikationswert nochmal aus? Dieses Attribut gibt die Fähigkeit des Torhüters an, mit seiner Abwehrreihe zu kommunizieren und die Abwehrarbeit der Mannschaft zu organisieren. Ist das denn so wichtig? Bei uns sind die ab und zu ein bisschen wild. Jetzt bin ich mal gespannt, was er da für einen Wert hat. 14, also eigentlich echt gut. Also sagt gar nicht so viel aus.
würde ich sagen. Ist immer jetzt risky, ne? Weil vielleicht ist es dann doch irgendwann mal richtig. Strafraumkontrolle. Hat Strakosha die schlechteste, Goto die beste? Und hohe Bälle haben wir ja oft das Problem, ne, bei Ecken, dass die ziemlich nah vors Tor kommen. Sollte also nicht so schlecht sein. Da ist Thorn und Goto der schlechteste und Donnarumma und Onana sind am besten. Wenn man die Physis mal anguckt, die Sprunghöhe, da kommt Goto nicht hoch, nicht sehr hoch zumindest. Donnarumma kommt aufgrund seiner Größe natürlich am höchsten. Aber ich glaube, Goto würde ich auch rausnehmen. Ja, und dann sind es nur noch 5 Spieler und alle sind super teuer, bis auf Strakosha. Wir haben noch Victor Latorre von Angers. Ist es Angers? Der ist 22 Jahre alt. Ist mit Thorn der Jüngste hier auf der Liste. Hat auch nochmal deutlich mehr Potenzial. Ich scoute mal die drei, die wir hier noch nicht innerhalb der letzten Tage gescoutet haben. Nochmal, ach, die werden schon gescoutet. Vielleicht steht er dann gleich irgendwie so, ach, kostet momentan nur 2 € oder so. Dann denke ich mir, okay, hier hast du 3 €, krieg ich ihn sofort. Heute noch, per Express. So, West Brom jetzt. Pff. Ich entscheide rein nach dem Fitnesswert, was wir mit Nokio machen, würde ich sagen. Weiterhin keine Angebote hier. Ach Mann, ey. Also wenn natürlich nichts klar wird, dann ist wieder. Wie wär's denn, wenn wir ihn zur Leihe anbieten und dann mit einer Kaufpflicht? Das wäre doch ganz nice eigentlich, ne? Für 20 Millionen? Vielleicht möchte ja jemand, so Newcastle beispielsweise. Newcastle, please. Also Roschko, ach, ist zu Paris. Sorry, nicht zu Barca. Boah, teuer. Hat jetzt einen Marktwert von 118 Millionen. Hazard ist auf Platz 5 der Top-Transfers bisher. Diogo Costa zu Bayern. Der Torhüter. Können wir uns vielleicht Neuer holen? Existiert der noch? Nee, warum hat Bayern fucking 4 Keeper? Diogo Costa ist neu, David Raya. Hätte ich gerne mehr Determination. Isak Peterson. Auch hier hätte ich gerne mehr Determination. Was macht denn Neuer? Ist der wirklich mittlerweile retired? Könnte hinkommen, ne? Ja. Ist momentan Trainer ohne Job. 2024 seine Karriere beendet. Was macht Früchtl? Huch. Das ist falsch rum. So rum ist richtig. Spielt bei Leverkusen. Muskelfaserriss. In der Wade, ja. Oh, Charlie Hall geht zu Stoke. Ja, schön. Haben wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Und einer ist weg, der einen Kaderplatz wegnimmt. Unser Angebot für Thorn wurde wie erwartet abgelehnt. Und man ist nicht gewillt, ihn zu verleihen. Wer hätte es gedacht? Charlie Halls Marktwert ist jetzt hochgeschossen. Na ja, gut, hochgeschossen nicht auf 525.000. Vorher waren es, glaube ich, 450.000. Rashford beginnt sich Sorgen zu machen. Ja, wäre schön, wenn du vielleicht auch gehen würdest. Wenn man es mal so ehrlich sagen würde. Vielleicht macht ja Juve doch noch ein Angebot. Leicester hat 4-0 gewonnen gegen Watford. Tadic Chang hat leider sehr schlecht trainiert. Der Rest war anscheinend gut. Wobei West Ham ist auf Platz 6, da sollten wir vielleicht schon eine richtig gute Elf aufstellen. Will mir da keinen Fehltritt leisten und irgendwie Platz 3 in Gefahr bringen, nur weil wir dann halt für die Spurs, wo wir ja so oder so schon eine gute Ausgangslage haben, da ein bisschen rotieren wollen. Aber das ist halt so risky immer, ne? Weil stellt euch mal vor, ich rotiere jetzt komplett gegen West Ham und dann verliere ich gegen West Ham und dann verliere ich auch noch gegen die Spurs. Das wäre halt so hardcore bitter. Bei je vor Abgang? Fragezeichen. Mal schauen, ne? Keine Angebote für Allen leider. Oh, und Onana hat leider gerade vor 22 Stunden und 15 Minuten seinen Vertrag bei Paris verlängert und ich glaube, damit kann man ihn dann auch von der Liste streichen. Hat keine Ausstiegsklausel dazu bekommen. Ich glaube, das war's dann mit Onana in dieser Shortlist. Wie lange brauchen die noch? Ah, sind gleich fertig. Ach ja, Mist. Donnarumma ist auch extrem teuer.
Also wird es der wohl auch nicht werden. Lewis Cook wäre wieder leicht fit. Oh, die Spurs nur 0 zu 0 gegen Arsenal. Und die haben ähnlich gespielt wie gerade. Auch wieder dieses 4-1-3-1-1 mit Isco und Martial vorne. Weißt du, haben halt drei krasse Stürmer mit Kane, Dier und Martial und spielen halt nur mit einer Spitze. Auch interessant. Oh, gab es ja nur drei Duelle gegen West Brom und das ist dann dadurch sehr ausgeglichen gewesen. Panna heute nicht dabei. Bei West Brom ist es Eliaquim Mangala, der nicht registriert ist. So, Panna muss natürlich noch raus. Ich glaube, Tonali könnten wir auch eine Chance mal wieder geben, ne? Sonst, Tai Chong sollte passen, ne? Kondition sieht gut aus. Matchpraxis wird jetzt gleich dadurch nach oben gehen. Ja, ich würde sagen, das passt. Ja, oder? Ja, ich nehme noch Rashford mit. Nokio ist halt die Frage. Ich nehme jetzt Nokio. Ja. Und ich nehme dafür dann Rashford mit für Pogba. Okay, Jungs, einmal bitte gewinnen gegen West Brom, die auf Platz 19 stehen. Ja, Platz 19. Das ist ganz unten. 4-1, 4-1. Oh, Dupuy. Ich hoffe, der Name ist richtig. Ne? Mich hat noch nie jemand berichtigt, als ich Dupuy gesagt habe. Aber ich habe immer das Gefühl, es ist falsch. Angelinho ist links hinten. Tuanzebe hat man als Innenverteidiger. Sportiello, Max Aarons auf der Bank, Pascal Groß auf der Bank, Ollie Watkins auf der Bank. Jo, dann mal gucken. Wo ist denn eigentlich Sportiello in echt gerade? Der spielt doch nicht immer noch bei Atalanta, ne? Nee, Quatsch. Oder wer ist denn bei Atalanta am Tor? Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass es. Oh, hier, wie heißt er nochmal? Mr. 69. Ah, wie heißt er denn nochmal? Spielt er da immer noch? Ich dachte eigentlich, er ist gewechselt. Ich glaube, war es Dragowski? Ich guck mal kurz, ne? Weil das lässt mich jetzt sonst nicht in Ruhe. Atalanta, wer steht denn bei euch im Tor? Sportiello ist es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, der ist gewechselt. Vor 3, 4 Jahren oder so. Nee, Sportiello ist da. Aber ach, guck mal, er ist Neuzugang, oder was? Neuzugang? Rückkehr nach Leihe von Frosinone, okay. Ach, ja klar, natürlich, Mr. 69 spielt ja auch bei Empoli. Und nicht bei Atalanta. Aber die Farben, die haben schon mal gestimmt, ne? Berisha war letztes Jahr noch bei Atalanta, stimmt. Ich starte schon mal das Spiel, oder? Bevor ich jetzt hier noch weiter euch warten lasse. Und Berisha ist jetzt zu Spal verliehen worden, stimmt. Und bei Empoli spielt er immer noch. Was, Dragowski? Wo sind hier fucking Empoli? Ja, Empoli wurde anscheinend ausradiert aus der Welt. Ja, egal. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Nee, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich habe schon bestimmt voll viel Falsches gesagt. So, Gomes! Oh, schade. Dragowski spielt bei Florenz. Ach, der war nur ausgeliehen an Empoli. Okay. Oh, okay. Das war fies von The Lock. Und Nokia hat die Chance, hier uns nach knapp 12 Minuten in Führung zu bringen. Das war übrigens wirklich bei Empoli. Oh, jo, hola, gol, gol, gol. Ja, mit ein bisschen Glück macht Nokia das Ding. Eieiei. Starke Parade von Sportiello und dann der Nachschuss zum Glück drin. Also nochmal kurz zur Vollständigkeit, ne? Also Dragowski, Mr. 69, der war wirklich bei Empoli, war allerdings nur ausgeliehen, ist jetzt bei Florenz zurück, hat auch die 69. Und Sportiello spielte nicht immer noch bei Atalanta, war letztes Jahr aber ausgeliehen an Frosinone. Gut, so, wir führen 1 zu 0, sehr nice, Jungs. In der Tabelle heißt es momentan nicht so wirklich viel, vor allem City spielt ja auch noch. Auf Arsenal wären das jetzt aktuell 11 Punkte. Wie kommt denn das? Na gut, weil Chelsea und
Ja, Chelsea muss noch spielen. Heißt momentan nichts. Wäre cool, wenn wir hier vielleicht demnächst mal das 2-0 machen würden. Sam Field hat alleine Platz und hat keinen Bock nach vorne zu spielen anscheinend. Schön gemacht von Gomez. Der Weg zum Tor ist leider super lang für Nuki. Und jetzt muss er erstmal auf rechts außen. Ein Assist kann er sich aber abholen, wenn die Flanke gut ist. Und die ist gut. Taichung, zweites Saisontor. Und Nuki schon wieder mit einer Vorlage. Wisst ihr, so wie Nuki halt spielt bei uns, ne? So stelle ich mir eigentlich einen kompletten Stürmer vor. Und er ist ja bei uns in der Rolle nur ein Stoßstürmer. Aber so wie er spielt, stelle ich mir eigentlich in der Rolle dann, wenn er die hätte, einen kompletten Stürmer vor. Aber sehr schön, Jungs. 2-0, ganz wichtig. Jetzt noch das 3-0 relativ früh in der zweiten Halbzeit nachlegen und dann haben wir das Ding hier sicher. Und dann gucken wir mal, was City so macht. Nkio und Chong. Gefällt mir super. Weiter so, Jungs. Ist ein bisschen blöd, dass die jetzt selbstgefällig sind, aber naja. West Ham, unser nächster Gegner momentan mit einem 3-0 schon. Hier auf 8 sind sie momentan, wären dann punktgleich mit Southampton, die allerdings noch spielen. Auch Everton könnte weiterhin ranrücken. Liverpool, oh, Alexander Arnold hat sich verletzt. Die spielen gegen Cardiff. Bei uns passiert nicht so wirklich viel. Ich werde mal Nokio rausnehmen. Sicher ist sicher, ne? Und auch Rashford kommt für Taichung. Was ist denn mit dem 4-0? Aston Villa mittlerweile mit dem 2-0. Medeiros hat dort beide Tore gemacht. Fulham macht mal ein Türchen, aber 1-4 sieht immer noch sehr klar aus. Und Liverpool geht in Führung durch Pietro Pellegrini. Neves bei uns mit Gelb. Aber sonst passiert hier gar nichts. Null Schüsse immer noch von West Brom. 10 Minuten noch. Es passiert wirklich gar nichts mehr. Ich glaube, da wird auch nichts mehr für die letzten paar Minütchen passieren. Ich werde nochmal Ricardo Pereira reinpacken. Das wird dann unser letzter Wechsel sein. Und wir gucken weiterhin hier auf die Ergebnisse. Vielleicht kann Cardiff hier noch einen Unentschieden rausholen. Weil Liverpool wohl für uns weg ist, nachdem wir halt das Spiel gegen die hatten. Fulham 2-4. 3-4. Liverpool übrigens mit dem 2-0. Oh, West Ham, werdet ihr etwa? Ne, 5-3. West Ham schlägt nochmal zurück. Und ich glaube, das war 4-5. Alter. Hui, Alter, 9 Tore. Boah. So, bei uns ist vorbei. Und ich glaube, auf den anderen Plätzen auch 2-0. Nukio und Chong. Gutes Ergebnis, Jungs. War halt Pflichtaufgabe erfüllt, ne? Mehr nicht. Und mal schauen, wie Skenet ist auf den anderen Plätzen. Ja. Komm. Wirklich ein 5-4. Alter, nicht schlecht. So, mal schauen, was City macht gegen Burnley. So oder so weiterhin auf Platz 3. Ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass City allzu viele Punkte liegen lässt. Hier machen sie es zumindest nicht. Ein 1-0, ein knappes gegen Burnley. Sané in der 7. Minute das Tor gemacht. Damit weiterhin 4 Punkte. 11 Punkte auf Arsenal. Chelsea spielt natürlich noch. So, wir haben die Scouting-Berichte drin für die Keeper. Benito, ja, aber das wäre dann nur sinnvoll, wenn wir halt ihn aufbauen. Donnarumma wäre arschteuer. Goto, ja, da möchte Augsburg nicht. Meret, da möchte Napoli nicht. Thorn, da möchten wir nicht so einen hohen Preis bezahlen. Und Strakosha wäre eigentlich schon die logische Variante wahrscheinlich. Gehalt passt. Ablöse würde auch passen. Zum aktuellen Zeitpunkt zumindest. Latore hat keine Ablöse drin. Valencia ist noch interessiert. Ich würde ihn vielleicht gerne leihen. Würde das gehen, Atletico? Leider nicht. Nicht genügend im Kader. Was? Die haben nicht genügend Torhüter im Kader, aber wollen den Typen verkaufen? Was seid ihr denn für Quatschköpfe? Wen habt ihr denn so im Kader? Oblak hat man immer noch.
Und das, ja gut, das war's dann. Szymański übrigens in 24 Spielen 12 Tore, 4 Vorlagen in der Liga. Unsere Leihgabe. Boah, ich weiß nicht. Also Alter ist perfekt. Oh, Persönlichkeit ist auch perfekt. Wenn ich ihn mit Paul Erdei vergleiche, ist das schon teils eindeutig. Erdei ist 22. Nochmal mit Thorn vergleichen. Der hier anscheinend nicht mehr drin ist, okay. Ja, Thorn ist halt mein goldener Junge, ne? Das ist halt sehr schön. Aber Strakosha ist dann doch. Warum ist jetzt Strakosha hier nicht dabei? Was ist? Hallo, FM, please. Dankeschön. Ja, Strakosha ist eindeutig der bessere Keeper von den beiden. Und Thorn ist halt. Ja, natürlich ist er noch ein bisschen jünger. Aber es ist halt auch einfach so. So viel Entwicklung wird er nicht mehr sein bei Thorn. Ich glaube, Strakosha ist aktuell eine gute Variante. Nimmt halt zwar einen Ausländerplatz weg, aber das ist gar nicht so tragisch, weil mit Erdei wird dann auch einer gehen. Als Backup-Keeper holen wir uns irgendeinen Engländer oder irgendeinen Iren, Schotten, was auch immer. Und ich würde sagen, wir würden jetzt halt die 15,25 bezahlen. Mal schauen, was er so haben möchte an Gehalt. Wir machen es diese Folge noch nicht fix, das können wir auch gar nicht, aber wir gucken mal. Also 87.000 möchte er wohl haben. Unser Scout meinte, dass er 68.000 bis 85.000 haben wollen würde. Sehr konstant, kann sich in wichtigen Spielen deutlich steigern. Schwacher Fuß ist nicht so schlimm. Ja, ich glaube, das macht schon Sinn. Das ist ein guter Keeper. Der macht das schon. Ich werde mir das so oder so nochmal offscreen überlegen. Aber ich glaube, das ist hier eine gute Variante. Und vor allem nicht so kostspielig wie die anderen. Vor allem, wenn wir mal vergleichen, das Strakosha kostet jetzt 15 Millionen. Und ist halt deutlich besser aktuell als Thorn. Und Thorn, klar, er ist unser Junge, aber er kostet 62 Millionen. Ja, das Geld hätte ich und das Geld habe ich auch beiseite gelegt für ihn. Aber es macht eigentlich rein von der Logik her keinen Sinn. Und ich glaube, da höre ich mal auf euch, auf die Leute, die gesagt haben, komm, hol dir den nicht, hol dir lieber einen richtig guten Keeper. Und Strakosha ist, glaube ich, ein richtig guter Keeper. Er ist jetzt kein Donnarumma, ganz klar. Ich glaube, Donnarumma wäre der Beste auf unserer Liste, den wir uns holen könnten. Oder Latour hat auch eine sehr, sehr gute Scouting-Empfehlung, heißt das. Gucken wir mal kurz nochmal nach. Ja, wobei, also Kommunikation und Passen ist sehr gut bei ihm und der Rest würde halt richtig nach oben schießen. Ja, aber gut, da würde ich auch sagen, dass Latour da deutlich besser ist als Thorn. Was wollen die denn haben für den? Zu viel, 108 Millionen. Für einen Keeper, den ich halt entwickeln müsste. Und Donnarumma ist 25, wenn wir den mit Strakosha vergleichen. Das ist gar nicht so weit entfernt, ne? Klar, Donnarumma, da, das war uns jetzt bewusst, ist besser. Sieht schon richtig gut aus, aber ich glaube, wir machen mit Strakosha keinen Fehler. Ich werde mir das nochmal überlegen, so oder so. Wir machen jetzt den Vertrag fertig, aber fix wird's nicht gemacht. Ich würde gerne auf ungefähr 11.000 gehen. Oh, 11,5. Ersatzspielerprämie kann ja die gleiche sein. Er wollte was halt haben? Ich glaube, er wollte 87.000 am Anfang haben. Also wir gehen 17.000 runter. Das ist schon sehr hart. Ich hoffe, dass er nicht gleich auf Orange geht. Länderspiele wirst du bestimmt für Albanien machen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass du nicht ab und zu mal eingeladen wirst. Oh, das war jetzt eine. Nee, nee, das ist zu viel. Machen wir 3,5, ja? Ja, Titel Euroleague möchte ich ja gar nicht spielen, von daher kann er ruhig hoch sein. 2 Millionen. Was sagst du dazu? Okay, 84.000.
Machen wir 75.000 Gehalt, hier nochmal runter auf 4,5. Auflaufprämie probieren wir so auf 13 vielleicht. Maximal zu holen. Das würde passen. Na gut, dann überlege ich mir das mal. Also Strakosha ist momentan der Top-Kandidat auf die Nachfolge von Paul Erdai bei uns im Tor. So sieht er aus. Hat dieses Jahr nicht viel gespielt bei Atletico, aber das ist klar, wenn man hinter Oblak ist. Was würde der eigentlich kosten? 152 Millionen. Naja, ich überlege es mir mal. Bin gespannt, was ihr dann so in den Kommentaren sagt. Ich nehme momentan so viel auf, dass ich leider das nicht mehr ganz in Betracht ziehen kann, glaube ich. Kann sein. Chance ist gering, sage ich euch gleich. Aber ich habe ja über die letzten Wochen so viele Leute gelesen, die gesagt haben, okay, hol dir lieber nicht Thorn, hol dir einen guten Keeper. Und ich glaube, Strakosha ist ein guter Keeper. Auf jeden Fall ist er besser als Erdai. Schauen wir mal, ne? Ich überlege es mir ein bisschen offscreen jetzt und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschö!